Erstmal merkt man jetzt bei so einem Termin, dass es so langsam ernst wird, dass man kurz vor Olympia steht. Für uns heißt das ja jetzt, dass wir noch nicht genau wissen, wer alles dabei ist. Bei uns ist der Kader noch nicht endgültig beschlossen. Deswegen heißt es eher nur schauen und nicht anfassen heute. Aber wenn man sowas miterlebt, motiviert es einen natürlich noch mehr. Ich wusste es gar nicht, dass es so viele Klamotten sind, tolle Klamotten sind und einmalige Klamotten auch sind. Von daher ist es einfach schön, dass die Sachen mir passen, lang genug sind und sind zwar noch nicht alle, aber ich hoffe, dass der Rest auch noch kommt. Der Tag der Einkleidung ist in der Tat immer der Tag, wo es irgendwie richtig losgeht. Also wo man gewissermaßen den Geruch der Olympischen Spiele schon in der Nase spürt und wo es richtig zu kribbeln anfängt. Man spürt förmlich, es sind nur noch wenige Tage oder Wochen bis zum großen Ereignis. Und wenn man dann das faszinierende Design sieht, die Motive des Zuckerhuts in Verbindung bringt, dann wird richtig spürbar, es geht los. Jetzt bei der Einkleidung bin ich tatsächlich voller Vorfreude und ich muss sagen, also ich habe meinen Spaß. Ich glaube, den Soldaten geht das anders mit mir, weil ich bin nämlich immer sehr aufwendig, was die Klamottenauswahl angeht.